Bücher vorlesen. Hallo und willkommen zu Folge 52. Ich habe dir heute zwei lustige Sachbücher für Kinder ab 4 Jahren mitgebracht. Und es geht los mit dem Buch Das geheime Leben der Pupse und Rülpser. Hatte ich jetzt neulich erst in der Kita mit bei meiner Tochter. Die Erzieherin hat, glaube ich, manchmal ein bisschen die Augen verdreht, weil sie vermutlich den Kindern versucht beizubringen, dass sie ordentlich und brav sein sollen und nicht pupsen und rülpsen sollen. Die Arme, die muss es ja dann auch hören, riechen. Aber ich bin da immer ein bisschen der Meinung, okay, Kinder sollen Spaß haben an Büchern, Kinder sollen Freude haben an Büchern. Und wenn Sachbücher da halt ein bisschen frech sind, dann finde ich das weniger schlimm. Mir geht es wirklich darum, dass Kinder die Liebe zu Büchern entdecken. Und das geht halt auch, indem man da manchmal so ein bisschen was Freches macht, was quasi nicht erlaubt ist. Und ich bin mir sicher, dass die Erzieherin, das ist eine ganz Liebe, dass die das auch irgendwie versteht und okay findet, weil die Kinder ja wirklich total viel Spaß hatten. Das Buch hat Marijuana Tolosa Sistere geschrieben und illustriert und Ebi Naumann hat es übersetzt. Es geht los, dass man, also es ist irgendwie ganz lustig hier, da sind immer so wie kleine Wölkchen, also Pupswölkchen und Rülpswölkchen. Grün ist immer der Rülpser und so beige ist der Pups. Und das geht da vorne erstmal los, dass erklärt wird, okay, in welchen, das ist auch so ganz witzig, so ein bisschen Comic-Style, 2D mit Farben, die nicht passen, also oder nicht passen müssen. Blaue Haare, schwarzes Gesicht, orangene Haare, grünes Gesicht, was auch immer. Also ganz wild dargestellt für bunt Vielfalt. Und erstmal Situationen, in denen es dazu kommt, dass man rülpsen muss. Dass, wenn wir zum Beispiel zu viel essen, ne, dann kommt da wieder Luft hoch, weil das passt gar nicht alles in den Magen oder dann in den Darm da rein. Und die zwei stellen sich erstmal vor, hallo, ich heiße Pups und das ist mein Cousin Rülps. Sehen auch ganz freundlich aus. Wenn man pappsatt ist, wenn man durch einen Strohhalm trinkt, wenn man Fastfood in sich reinstopft, wenn man beim Essen zu viel plappert, weil dann atmet, dann hat man ja auch Mund mitgeschluckt, oder wenn man Cola oder Limo trinkt. Dann wird erstmal ein bisschen erklärt, okay, Gase, Gase und nochmals Gase, was steckt denn da eigentlich drin? Dass wir immer nebenbei beim Essen und Trinken ein bisschen Luft schlucken, dass die Gase sich im Magen sammeln und der größte Teil entweicht wieder durch Rülpsen, egal ob das jetzt man das leise unauffällig macht oder ob das laut ist. Und was in so einem Rülps drinsteckt, ne, dass da Sauerstoff drinsteckt, Stickstoff und Kohlendioxid. Und dass das Gas auch, also Kohlendioxid entsteht, wenn man Sprudelwasser trinkt. Und was ist in so einem Pups drin? Da ist nämlich noch einiges mehr drin. Auch wieder aufgezählt, Sauerstoff, Schwefel, Wasserstoff, dass zwar davon nur wenig drin ist, aber das ist, was stinkt. Kohlendioxid, Stickstoff, Wasserstoff und Methan. Und da auch wieder sozusagen der lustige Hinweis, Methan und Wasserstoff sorgen dafür, dass Pupse auch brennen können, wenn man sie mit dem Streichholz entzündet. In Klammern lieber nicht ausprobieren. Ja, dann ist eine Doppelseite so gemacht, dass man sozusagen einen Menschen sieht, also wieder so lustig illustriert, der isst oben was, da kommt gerade wieder ein Rülpsi raus und das ganze Essen geht erstmal runter in den Magen. Im Magensaft wird das Essen zerkleinert, also man kaut es natürlich, aber das rutscht dann runter, die ganzen verschiedenen Gase. Hilfe, Hilfe rufen die. Die sind halt so als kleine Figuren auch dargestellt mit Augen und Mund und Händen und Füßen. Und wenn da kein Platz ist, dann wird manches wieder zack nach oben geschickt als Rülpser. Und anderes geht aber eben in den Dünndarm rein, in den Dickdarm. Da wird auch erklärt, was da passiert. Über die Darmzotten, den Blutkreislauf. Ne? Man lernt da halt was nebenbei, aber es ist total lustig. Und im Enddarm wird also das ganze Kacka vorbereitet und dass dann aber da auch immer mal ein Pups rauskommt. Achtung, Pups ziehen lassen, ruft dann der Schließmuskel. Im Dickdarm baut die Darmflora die unverdaute Nahrung ab. Auch dabei entstehen Gase. Genau, ist also in 6 Teilen erklärt, wie das genau so abläuft. Dann hat man eine Doppelseite, da gibt es den Rülps- und Pups-Katalog. War die Erzieherin auch nicht begeistert, die Kinder hatten wieder Spaß. Pups mit Material, ne? Wenn man nicht ganz unterscheiden kann, weil das ein bisschen flüssig ist, ob das jetzt nur Gas ist oder nicht. Und dann gibt es eben dann mal einen Bremsstreifen.
Und Bäuerchen bei den Kindern, also meine Tochter hat immer viel gespuckt, weil die ganz viel gegluckert hat und dann kam immer die Hälfte wieder raus. Auch das erklärt die Wannenpupse, die so schön Krach machen, dass man da ein kleines bisschen Sprudelwasser hat. Wettpupsen habe ich persönlich nie gemacht, aber ich kenne Jungs, die es gemacht haben. Wettrülpsen, okay, auch, haben auch Mädels teilgenommen, aber ich nicht, fand das jetzt nicht so dolle, aber im Buch finde ich es auch lustig. Und dann auch, wie das Pupsgeräusch entsteht. Wenn der Druck schnell entweicht, dann ist es laut. Und wenn man den aber langsam gehen lässt, dann ist es ein leiser Pups. Es gibt leise Pupse, Schleicher und laute Knaller. Und dass es auch den vaginalen Pups gibt, finde ich wieder wichtig bei Mädels, dass sie sich da nie irgendwie schlecht fühlen, ne? Dass wenn da Luft drin ist, das riecht nach nichts, aber das ist halt auch möglich. Und wie das passiert, nämlich dass dann die Innenseiten des Vaginalkanals zum Flattern gebracht werden und das hört man dann auch wiederum als Pups. Ja, wie gesagt, ich finde es völlig in Ordnung. Aufklärung ist gut gleich von Anfang an. Dann Lebensmittelkrankheiten und Heilmittel, also welche Lebensmittel bewirken, dass jetzt was riecht oder dass man rülpsen, pupsen muss, welche helfen wiederum dabei, wenn man einen vollen Bauch hat, dass es welche gibt mit Laktose- und Glutenunverträglichkeit oder auch Fructoseunverträglichkeit. Dass Kräutertees in der Regel gut tun und helfen, die Verdauung anzuregen und die Stinkerei so ein bisschen einzudämmen. Kamillentee, Anistee, Minze, Lorbeer, Kardamom. Ja, und dass es vom Schwefel kommt, der unangenehme Geruch, der halt in manchen Proteinen-Eiweißen drinsteckt, aber Schwefel wiederum für unseren Organismus auch gesund ist. Ne? Brokkoli muss man eher von pupsen, aber Brokkoli ist total gesund oder Blumenkohl. Fisch, was haben sie hier noch? Kann ich alles sehen? Ja, Scampis und ja. Dann, hey, auch wir lassen manchmal einziehen aus dem Tierreich, dass die Tiere auch pupsen müssen. Die Walpupse zum Beispiel, die volumenmäßig die größten Pupse sind und das stinkt auch. Ich war auch schon mal auf Walbeobachtungstour und das stinkt tatsächlich ganz schön dolle. Kühe pupsen viel, ne? Das wissen wir alle. Aber auch Giraffen pupsen und Zebras und Kaninchen. Und Fische und nur Vögel, die pupsen nicht. Die haben irgendwie keine Bakterien im Darm, die das Gas produzieren. Und da ist der Vogel dargestellt, der einen Kamillentee trinkt. Aber auch der Elefant kann schön pupsen. Ja. Ja, zum Pupsen und Rülpsen. Meinungsfreiheit, wie sich schon große Personen früher dazu geäußert haben, dass es okay ist zu pupsen. Benjamin Franklin zum Beispiel schrieb die Abhandlung Pupse voll Stolz, in der er Wissenschaftler ermutigte, eine Substanz zu entwickeln, die den Geruch von Pupsen in Parfüm umwandelt. Für Augustinus waren Pupse ein Weg, das himmlische Licht in uns freizusetzen und ihr Klang göttliche Musik. Der römische Kaiser Claudius erließ ein Edikt über das Pupsen während der Mahlzeiten, nachdem einer seiner Gäste fast gestorben wäre, weil er es sich beim Essen verkniffen hatte. Genau. Und die wiederum das Gegenstück, nein zum Pupsen und Rülpsen, es lebe die Sauberkeit. Manche Menschen gehen zum Pupsen vor die Tür, damit der Wind die Pfürze fortbläst. Erasmus von Rotterdam ordnete an, Kinder sollten ihre Blähungen durch Zusammenpressen ihrer Bäuche zurückhalten, um die Anwesenden nicht zu beleidigen. Eieiei, die armen kleinen Kinder. Das ist Luftverschmutzer sind und ja, Vollgas, Pupse, die Geschichte gemacht haben. In der Bibel steht die Geschichte von Simons Blähungen, mit deren Hilfe er mehrere Dutzend Philister auf einen Knall in die Flucht getrieben hat. Oder Pumba aus Der König der Löwen ist die erste Figur in einem Disney-Film, die pupsen durfte. Ja klar, ne? Das durfte man früher nicht. Früher sind die ja auch im Film nie auf Toilette gegangen und so. Das waren ja alles göttliche Wesen. Ziehen lassen oder nicht? Ja, da ist noch mal ein bisschen was zu den Verhaltensregeln. Rück den Stuhl, auf dem du sitzt, so laut hin und her, dass man das Geräusch des Pupses nicht hört. Wenn man es riechen kann, merkt man es aber trotzdem. Im Theater kannst du dich laut räuspern, aber im richtigen Moment. Beim Ausflug also lauter Tipps, ne? Oh, im Aufzug achte darauf, dass niemand reinkommt, wenn du gerade pupst. Bist du nicht allein, musst du dir allerdings etwas sehr Gutes einfallen lassen. Und da ist ein Kind, hat gepupst und ein Mann, der, oh ja, den anderen, dem wird allen ein bisschen schlecht. Richtig oder falsch? 50% aller Pupse und Rülpse stinken und dann gibt es die Auflösung auf der nächsten Seite. Und das sind sozusagen alles Fragen, stimmt das oder stimmt das nicht? Wie klingen Pupse in die Onomatopoetika? Lautmalerischen Worte für Pupsen und Rülpsen sind in jeder Sprache verschieden. Ah ja.
Da ist dann, wie das sozusagen in den verschiedenen Sprachen heißt, Polnisch, Französisch, Italienisch, Katalanisch, Koreanisch, Japanisch, Deutsch, Spanisch, Tschechisch, Englisch. Und noch ein hübscher Hinweis: Im Laufe unseres Lebens stoßen wir mehr als 700.000 Mal Gase aus. Ein gesunder Mensch produziert zwischen 0,5 und 1,8 Liter Gas am Tag. Also ist nicht ungesund, ne? Und auf der letzten Seite ist die Auflösung. Also ein lustiges Buch kann man Kinder sehr mit begeistern und nichtsdestotrotz ein bisschen Wissen vermitteln und vielleicht auch Interesse an Wissenschaft wecken. Finde ich immer gut, mache ich immer gerne. Und dann als zweites Buch habe ich mitgebracht, ach so, ja, Entschuldigung, die Eckdaten noch. Es ist ab, für Kinder ab 4 Jahren, hat 24 Seiten, ist 25,8 mal 27,8 cm groß, ist im Knesebeck Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Und das zweite Buch, was ich dir mitgebracht habe, heißt Ausgeflippte Fische. Wusstest du, dass sie tanzen, blinken, fliegen? Ist der Untertitel. Ein Sachbilderbuch über besondere Fische. Das hat Deborah Kempf Shoemaker geschrieben. Claire Paul hat es illustriert und Uwe Michael Gutschan hat es übersetzt. Das geht schon vorne total lustig los. Da sieht man so einen, aus der Tiefsee so einen Lampenfisch, der irgendwie gerade herrlich schielt. Da sind noch ein paar andere schielende Fische drauf und die sehen alle schon sehr vergnügt aus. Und auf der Innenseite, auf der ersten, sind die Ozeane der Welt dargestellt. Was ganz cool ist, da sieht man nämlich mal, wie die fünf Ozeane heißen. Und auch nach Größe, der Pazifische Ozean, der Atlantische Ozean, der Indische Ozean, der Südliche Ozean und der Arktische Ozean. Genau. Und dann hat man auch das ausgeflippte Fischometer. Da gibt es verschiedene Kategorien: Elektroschocker, Stecher, Sänger. Und das geht auch hinten dann auf der letzten Umschlagseite weiter mit Schüttler, Schnodderer, Tänzer, Tote und, und. Und dann wird immer erklärt, was das für eine Fischart ist, wie die schwimmt und was für eine Stufe an Ausgeflipptheit sie erreicht. Und dann geht es eben zum Beispiel los, dass es darum geht, alle Fische schwimmen, viele tragen schönen Schuppenglanz, dass sie Kiemen haben, Flossen, einen Schwanz. Und aber eben ganz, ja, da sind schon sozusagen die verschiedensten abgebildet. Also ein gehörnter Kuhkofferfisch oder ein fliegender Fisch oder der Mondfisch. Und dann geht's los. Manche sind Elektroschocker. Es sind ja doch ganz paar. Ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. Und wahrscheinlich sind das auch längst noch nicht alle. Also ich wusste der Zitteraal. Und ich glaube, den Zitterwels wusste ich auch noch. Aber den Himmelsgucker und den Torpedorochen wusste ich nicht. Dass es stechende Fische gibt, klar. Ja, der Steinfisch, der ist auch, glaube ich, ziemlich gefährlich. Das Petermännchen, der Blaupunktrochen und der Skorpionfisch. Dass es Fische gibt, die singen können. Knurrender Gurami, aber auch Fledermausfische und natürlich noch einige mehr. Eine Fischart, die sich schüttelt und wild um sich schlägt. Der Hammerhai, weil er sonst nicht alles sieht. Er muss ja ständig seinen Kopf hin und her bewegen, damit er ein komplettes Bild bekommt, weil seine Augen so weit auseinander liegen. Und ja, dann geht das halt so weiter, ne? Manche Fische tanzen. Einer schrumpft im Alter sehr, was auch irgendwie lustig ist. Das Männchen hängt sich für immer am Weibchen fest, aber wird dann da immer kleiner. Also wusste ich auch nicht. Dass es Blitzlichtfische gibt, die blinken, die sind in der Tiefsee. Und die sind auch immer cool, die gucke ich mir immer gerne im Zoo an. Ne? Die Schlammspringer, die klettern ja so hoch am Uferrand und dann können die aber auch wieder ins Wasser springen. Und die haben auch so herrlich große Glubschaugen, sind ganz hübsche, lustige Fische. Manche Fische können spritzen und andere halten sogar einen Sommerschlaf. Der afrikanische Lungenfisch, der gräbt sich da so ein Loch ein, unten am Grund und schläft dort eine Runde. Die fliegenden Fische, die das ja auch nutzen, um den anderen abzuhauen, die sie fressen wollen. Und, wie sie schlafen. Also total hübsch. Witzig illustriert, die haben immer ganz lustig die Augen gemacht, sind schön bunt gemalt. Und man kann einiges über Fische lernen, kann da auch, glaube ich, eine ganze Menge Respekt vor Fischen bekommen und macht vor allen Dingen ganz viel Spaß beim Anschauen. Das Buch ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet, hat 40 Seiten, ist 21,9 mal 28,3 cm groß, ist im Thienemann Verlag erschienen
und kostet 15 Euro. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ein Buch für dich dabei war. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du in die nächste Folge reinhörst. Und ja, wenn du dir ein Buch kaufst online, dann gerne nutz einen Link, den du in Shownotes oder im Blogbeitrag findest. Dann habe ich eine kleine Aufwandsentschädigung. Ich mache das hier auch gerne, aber das wäre natürlich schön. Ansonsten jederzeit gerne in den Buchhandel gehen, damit der weiter stabil bleibt, oder natürlich auch in die Bibliothek, ne? Da gibt es immer viele schöne Bücher und da kann man auch Bücher vorschlagen. Also, bis zum nächsten Mal. Deine Nele. Tschüss.